So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Ich habe heute mal an einem Mittwoch das Spiel angemacht und es kam die Neuigkeit herein, dass Tag der offenen Tür im Jorvik-Stall ist. Und man kann schon sehen, es ist sehr festlich dekoriert und ich habe auch schon mal kurz geschlunzt. Und ich finde es halt total cool, wenn man jetzt hier reinkommt. Wird man so ehrenvoll begrüßt, dass man fast gar keinen roten Teppich und Sektenempfang mehr braucht. Und wie ihr uns schwer sehen könnt, haben wir auch einige Aufgaben. Und da ich ein bisschen Schiss habe, dass diese Aufgaben nur in diesem Zusammenhang annehmbar sind, ja, dachte ich mir, okay, werfe ich mal mein Aufnahmeprogramm an und auch mein Spiel. Und deswegen werden wir uns hier heute erstmal kurz ein bisschen umschauen. Kennen wir die Johanna? Ich würde gerade schon Johanna sagen. Hier haben wir den Hutch. Und dort haben wir irgendeine... war es nicht Lucia? Luciana. Genau, Luciana war das. Und wir werden dann einfach mal gucken. Kann natürlich auch sein, dadurch, dass wir ja die Hauptquest jetzt weitergemacht haben, dass sie einfach automatisch jetzt gekommen sind. Das hätte ich vielleicht schon dann beim letzten Mal mir anschauen können. Aber das habe ich halt verpinnt. Und was auch noch total schön ist, wir haben neue Pferdchen, die hier schön aufgereiht sind. Und ich muss sagen, ich habe mich hier schon in zwei Pferdchen verliebt. Einmal in den Andalusia und dann zum einen in den Lusitano. Und ich muss sagen, ich habe wirklich mit dem geliebäugelt. Aber ich habe gesehen, es gibt noch eine andere Fellfarbe. Ich weiß nicht, ob es auch ein Lusitano ist oder ob das ein Libizaner ist. Obwohl ich eigentlich schon gerne einen Schimmel als Libizaner hätte, damit es auch wundervoll passt. Müsste ich dann nochmal gucken oder inspiziere, wenn ich dann das Pferd nochmal sehe, was ich mir so ausgeguckt habe. Und ja, da ich jetzt auch wie unschwer erkennen könnt, ja, Deutsch ist schwierig, habe ich mir auch diese festliche Kleidung geholt, beziehungsweise diese Dressurkleidung, die es im Angebot gewesen ist. Das heißt, ich habe wieder relativ viele Starcoins, die zum Ausgeben da sind. Und ich will es einfach mal sagen, ich kaufe mir diesen Andalusia, weil ich finde, diese Fellfarbe ist einfach nur, erinnert mich ein bisschen an Spirit. Und ich war, ja, als kleines Kind ein sehr großer Fan von diesem Film, Spirit, der wilde Mustang. Und es gab auch ein Computerspiel von Spirit, das habe ich auch mehrmals durchgespielt. Also ich war voll im Hype. Ich habe Spirit auf allen möglichen Sprachen angeschaut, nur damit ich es mal angeschaut habe. Und ja, deswegen musste ich mir den Andalusia jetzt holen. Obwohl ich weiß, ja, Spirit ist eigentlich ein Mustang. Und hole mir dann aber noch diesen Lusitano, weil ich muss sagen, ich bin zwar jetzt nicht so ein ganz großer Fan von diesen leicht gesprenkelten Fellen. Und das ist mir halt... er sieht schon schön aus, aber es ist mir dann doch zu normalen Anführungszeichen. Und das sieht halt doch schon ein bisschen sehr edel aus. Und ja, dann lasst euch mal überraschen, was ich jetzt für Namen auswählen werde. Denn ich werde das jetzt nicht so in die Länge ziehen. Ich habe mir auch überlegt, klar, vielleicht ist es ein bisschen unterhaltsam, aber es ist auch wahrscheinlich für euch ein bisschen anstrengend, wenn ihr mir da 8 Minuten beim Selbstgespräch zuhören müsst. Deswegen werde ich einmal kurz die Rasse vorlesen. Ich muss sagen, die Araber, die sind mir auch zu dünn. Ich weiß, die sind an sich so dünn und ich muss auch sagen, die Araber gefallen mir jetzt nicht ganz so sehr aufgrund der Nase. Es ist nicht gerade so meine Lieblingsrasse. Und das sieht mir nicht gerade ganz gesund aus, aber ist wahrscheinlich normal bei dieser Pferderasse. Und ja, da wollen wir jetzt nicht lange Zeit verschwenden. Rasse Andalusia. Wenige Pferderassen sind so eng mit der Geschichte Europas verwoben wie der Andalusia. Möchte man seinen Ursprung und seine Geschichte erläutern, muss man tief in die Geschichte Spaniens eintauchen, denn das mittelalterliche Al-Andalus beschreibt den muslimischen Teil Spaniens, in dem das Züchten von Pferden und die Reitkultur eine Blütezeit erlebte. Damals wurde der Grundstein für viele moderne Rassen gelegt. Der Begriff Andalusia und pura Raza Española, ich hoffe, ich habe das halbwegs okay ausgesprochen, werden oft gleichbedeutend verwendet, aber nur Pferde, die in den offiziellen Züchtbüchern stehen, werden tatsächlich als Esprit klassifiziert. Die berühmteste Blutlinie der Andalusia wurde im 15. Jahrhundert von den Kartäusermönchen in Jerez de la Frontera geschaffen. Pferde dieser Blutlinien, die sogenannten Kartäuserpferde, sind auch heute noch sehr begehrt und ebenso selten wie schön.
Ihre wendige und kompakte Statur und ihre elegante, erhabenen Bewegungen machen die Andalusier zu idealen Reitpferden, die jahrhundertelang von europäischen Adel geschätzt wurde. In seinem Ursprungsland Spanien war das Pferd der Könige allerdings eine wertvolle Hilfe bei den Aufgaben des Alltags und wurde in allen Lebensbereichen eingesetzt. Andalusier zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit Vieh arbeiten und Kutschen ziehen können, sich aber auch während der Ferias als stolze Paradepferde präsentieren. Im Laufe der Jahrhunderte blieb diese Rasse durch strikte Selektion und strenge Zuchtbedingungen erhalten. Ihr Aussehen hat sich nur wenig verändert. Der Andalusier ist ein ausgewogenes Pferd mit guten Proportionen und starker runder Kruppe, was ihm eine natürliche Fähigkeit zur Versammlung verleiht. Andalusier sind vielseitige Pferde, die in allen Bereichen des modernen Pferdesports zu finden sind. Aber ihre wahre Stärke liegt im klassischen Dressurreiten, wo sie die höchste Stufe der hohen Schule erreichen können. Das einprägsame Bild des feurigen spanischen Pferdes, selbstbewusst und edel in seiner Haltung, ist tief in der Reitkultur verwurzelt und Bestandteil vieler Träume von Pferdebesitzern. Wer sich seinen Traum eines königlichen Pferdes des Barocks verwirklichen möchte, für den ist Andalusier die beste Wahl. Pferd kaufen. Und Brief Air. Atemluft. Sehr schön. Auf jeden Fall, ich werde hier wieder einen kurzen oder für mich einen langen Cut machen und werde euch dann dazu holen, wenn ich dann mich für einen Namen entschieden habe. So, da bin ich wieder. Ich habe geschlagene und sage umschreibende 7 Minuten benötigt, um diesem Pferd einen Namen zu geben, der mir halbwegs gefällt. Was heißt halbwegs, der mir gefällt? Ja, Sienna Cry. Nee, Sienna Cry. Cry. Ja, Sienna. Ja, den Namen nicht mal aussprechen kann. Also Sienna. Die wird jetzt einfach nur noch Sienna genannt werden. Sienna Cry. So rum. Bei Sienna klingt so ein kleines bisschen Spanisch. Und Cry ist halt Sienna Cry. Finde ich, hat ein ganz, was heißt angenehmen Klang. Ist ja ein bisschen. Ein bisschen hart klingen, dieser Name. Und ja, dann machen wir einfach mal okay. Dann haben wir es gekauft. Und sollte mir der Name doch nicht mehr gefallen. Also ich möchte jetzt ungern irgendwelche Pferde umbenennen, weil ich habe mich einmal entschieden und dann finde ich das dem Pferd auch unfair gegenüber, wenn ich dann sage, ja, tut mir leid, aber ich muss dich jetzt umbenennen. Aber dann der Tor wird dann wahrscheinlich immer sagen, oh ja, Sienna Cry, oh, ich kann verstehen, warum du den Namen des Pferdes ändern möchtest. So, und jetzt werden wir zu dem Lusitano begeben, Hallöchen. Rasse Lusitano. Sein Name erlangt der Lusitano durch Lusitania, das lateinische Wort für Portugal. Er teilt viele seiner Eigenschaften mit den Andalusiern aus Spanien, wurde jedoch in den 1960er Jahren als eigene Rasse anerkannt. Der Lusitano ist ein modernes Sportpferd und stammt aus einer langen Tradition edler und angesehener Reitpferde. Die Lusitanos wurden dank ihrer Sportlichkeit und Aufmerksamkeit zu idealen Reitpferden gezüchtet. Ob beim Arbeiten mit Nutztieren oder als begehrte Kriegspferde, sie sind flinkmutig und geben stets ihr Bestes. Heutzutage ist der Lusitano in allen Disziplinen zu finden, von den Dressurschulen höchster Klasse bis hin zur Ausdauer- und Kutschsport. Er ist auch oft in Filmproduktionen zu sehen. Wie wir ja schon wissen. Diese bemerkenswerten Pferde zeigen sich, selbst wenn sie gefoltert sind. Oh Gott, wenn sie gefordert sind. Diese bemerkenswerten Pferde zeigen sich, selbst wenn sie gefordert sind, sowohl physisch als auch seelisch, stets von ihrer besten Seite. Sehr sympathisch. So, Sad Fruit war. Traurige Frucht. Das passt doch jetzt zu dem. Ja, also ich hole euch dann gleich wieder dazu, sobald ich mich für einen Namen entschieden habe. Hallo. Ich habe gerade festgestellt, man kann anscheinend dem Pferd auch einfach nur einen Namen nur geben. Und ich muss sagen, Scarlett, ja, muss ich sagen, gefällt mir. Und ich wüsste jetzt auch nicht, welches zweite Wort jetzt zu diesem ersten Wort passen würde. Weil Scarlett, finde ich, ist ein schöner Name und finde ich passt auch zu dem Pferd. Und ich versuche es einfach mal auf okay zu gehen. Aha. Und das ging jetzt schnell. Okay, gut. Na, das hat jetzt nur 3 Minuten gedauert. Ja, ich verbessere mich, ne? Man muss ja immer hier immer effizienter arbeiten.
Okay, da habe ich jetzt wieder zwei neue Pferde gekauft und weine dann nachts in mein Kissen hinein, weil ich ganz viele Starcoins wieder ausgegeben habe. Und würde jetzt einfach mal sagen, wir reden jetzt mit der Luciana und schau mal, was die gute Reiterin, weil die müsste ja eigentlich, wann hatten wir die eigentlich das letzte Mal gesehen, wo diesen Reitclub doch eigentlich ins Leben gerufen hatten, oder? War das das? Bestimmt. Willkommen zum Tag der offenen Tür im Jorvik-Stall. Darf ich Sie höflich zur Natur des historisch bedeutenden Jorvik-Stalls einladen? Sehe ich schon so alt aus, dass man mich siezen muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja wirklich immer sehr, sehr, ja. Also man merkt, wenn man, also ich muss ehrlich sagen, ich merke, dass ich älter werde, wenn mich Jüngere siezen. Also da weiß ich, habe ich schon die Grenze überschritten. Und es ist immer ganz lustig, wenn ich dann sage, nee, du kannst mich ruhig duzen, ne? Weil dieses Sie, das ist für mich immer noch so fremd, weil ich fühle mich immer noch gefühlt wie, ja gut, wie ein Kind fühle ich mich jetzt nicht mehr, aber ich denke mal so, ja, ich sehe bestimmt so voll aus wie, ich bin nur, keine Ahnung, paar Jahre älter, weil ich glaube, wo man so 16 war, da wurde man trotzdem noch so halbwegs geduzt von etwas Jüngeren. Und jetzt wird man gesiezt, wo man denkt, ach, dieser Schmerz. Ach, oh, du bist es ja, Vivian. Okay, gut, hat sich erledigt. Hoppla, ich übe momentan immer noch meine Begrüßungsrede für die Besucher. Ich hätte das selbst nie geglaubt, aber es ist schwieriger, als es aussieht. Als Johanna mich damals fragte, ob ich bei diesem Event als Freiwillige helfen möchte, dachte ich, dass ich von den Affen gebissen werde. Die Affen hat Isabel etwa wieder Diggory frei herumrennen lassen. Ach, stimmt, ja. Das ist ja ein portugiesisches Sprichwort, das so viel bedeutet wie, ich war fasziniert. Da sorgt die wörtliche Übersetzung wohl etwas für Verwirrung, was? Schüttelt seinen Kopf, ich sehe es genauso. Ehrenamtlich als Gästeführerin zu arbeiten ist total aufregend. Ich liebe Geschichte und könnte stundenlang über all das hier reden. Allerdings macht mich das Sprechen vor Zuhörern nervös, selbst wenn Siri an meiner Seite ist. Ich habe alles gelesen, was über dieses historische Wahrzeichen veröffentlicht wurde. Es ist mir aber wichtig, dass ich mein Publikum nicht mit zu viel Einzelheiten langweile. Sieht schon gelangweilt aus. Oh Sirio, du bist ja auch nicht gerade mein Zielpublikum. Vivian, könntest du mir helfen, meine Führung zu proben? Es würde mir unglaublich viel bedeuten. Es wäre toll, wenn du mir zuhören könntest. Was sagst du? Sei du in Heavenwings bereit, von der Geschichte, den Legenden und den Geheimnissen des Jorvik-Stalls unterhalten zu werden? Oh, solange ich 50 Punkte bekomme, auf jeden Fall. Dies hier ist der erste Halt auf unserer kleinen Rundreise, der historische Schuppen des Jorvik-Stalls. Leider ist dies nicht mehr der Originalschuppen aus den Zeiten von John Jarl. Ein Erdbeben im Jahre 1871 machte diesen dem Erdboden gleich. Nichtsdestotrotz ist selbst dieser Neubauschuppen schon über 100 Jahre alt und somit ein wahres Artefakt. Allerdings eines, das dringend renoviert werden müsste. Ein einziges Feuerrisiko. Das ist ja interessant. Erzähl mir über das Erdbeben. Wenn du einen Schuppen gesehen hast, hast du sie alle gesehen. Den Gerüchten zufolge war es kein natürliches Auftreten des Erdbebens, sondern verursacht durch ein Duell zwischen Maurice Buttergood und Bernard Winterwell den 12., das im entfernten Epona stattfand. Die beiden Familien liegen schon seit 1588 im Clinch, als der erste Bernard Winterwell damals eine Rebellion gegen die Buttergoods anführte. Der Streit weitete sich in den folgenden 200 Jahren immer weiter aus und die Nachfahren waren so geschickt, sich bei einem Duell vor einer Dynamitfabrik in die Luft zu sprengen. Sehr clever. Die Jorvik'sche Geschichte kann manchmal schon recht merkwürdig sein. Sollen wir weitermachen? Ja. Ich wusste gar nicht, dass sie so im Clinch liegen. Also, das ist ja schon sehr atemberaubend. Das ist die alte Reithalle. Sie war früher der Mittelpunkt aller Reitsportveranstaltungen hier im Jorvik-Stall, aber sie ist schon seit Ewigkeiten geschlossen. Es gibt jede Menge Gerüchte darüber, warum sie schon so lange nicht mehr geöffnet ist, und das ganze Spektrum der Theorien ist recht eindrucksvoll. Angefangen von einem insolventen Besitzer bis hin zur Annahme, dass es dort spukt. Spukt? Ist es nicht etwa weit hergeholt? Es ist eine Reithalle, nichts Besonderes also.
Irgendwie schon. Es heißt, dass es sich um den Geist von Hermanns Großgroßgroßtante handelt. Sie war angeblich eine sehr erfolgreiche Reiterin und ist in allen Klassen angetreten. Damals war es allerdings verpönt, dass Frauen an Wettbewerben teilnehmen und obendrein noch mit einem herkömmlichen Sattel. Aber sie war eigensinnig und sehr ehrgeizig. Daher hat sie vor dem Grand Prix de Jorvik noch bis spät in die Nacht genau in dieser Reithalle ihre Choreografie trainiert. Es wird sich erzählt, dass sie am nächsten Morgen nirgendwo zu finden war, aber dass ein rosafarbener Staub bis zum heutigen Tag noch ihre Fußabdrücke markiert. Nun muss ich gleich an Pandoria denken. Na, mal gucken, wo es jetzt als nächstes hingeht. Was ist es eigentlich für eine Rasse? Oh, das sieht auch schön aus. Das ist sehr schön. Der beeindruckende Außenplatz, auf dem viele große Wettbewerbe stattfinden. Und der Pferdemarkt, wenn er in der Stadt ist. Anscheinend ist er auch ein beliebter Veranstaltungsort für Konzerte. Der Platz ist schon recht alt. Genau an dieser Stelle traf im 14. Jahrhundert denn die Nationalversammlung zusammen. Wow, das ist schon ewig her. Das ist jetzt echt nicht interessant. Ganz recht. Im Jahr 1306 wurde der Jorvai-Tag offiziell... Genau, Jorvai-Tag, offiziell zum ersten Mal eingeführt. Ein Datum, an dem die Clan-Oberhäupte jährlich zusammentrafen. Dieser Ort war zugleich der Treffpunkt für die Regierung und das oberste Gericht. Es wurde hier also Gesetze entwickelt und über Streitigkeiten und Ähnliches geurteilt. Alle 3 Jahre wurde ein neuer Parlamentspräsident gewählt, der die Versammlung geleitet und im Fall von Unstimmigkeiten entschieden hat. Diese Parlamentpräsidenten lebten gefährlich. Die Menschen damals waren nicht so freundlich wie heutzutage, wenn du verstehst, was ich meine. Du bist solch ein Clown, Sirio, und ich liebe dich immer noch. Achso, ich muss in die andere Richtung. Hallo, Luciana. Ich habe übrigens jetzt immer herausgefunden, wie ich Heaven Wings in ein normales Pferd verwandeln kann. Das hat jetzt ja auch nur gefühlt 30 Folgen gedauert. Aber ich habe es herausgefunden und ich bin ganz, ganz stolz auf mich. Wenn du die Augen zusammenkneifst, erhaschst du einen Blick auf die eindrucksvollste Sehenswürdigkeit vom südlichen Teil in Neu-Jorvik, der Leuchtturm. Ich sehe den auch einfach, wenn ich nicht meine Augen zusammenkneife. Nur ein Scherz. Ja. Mit Sarkasmus kann ich nicht so, oder mit Ironie kann ich nicht so gut umgehen. Obwohl ich es immer gerne selber benutze, aber irgendwie kriege ich das selbst nie hin, das herauszufiltern. Er ist eigentlich ziemlich gut sichtbar. Schließlich ist das wieder, ja, der Sinn eines Leuchtturms, nicht wahr? Welche Geschichte verbirgt sich genau hinter diesem bestimmten Leuchtturm? Leuchttürme verwirren mich. Warum denn das? Laut den Gerüchten verbrachte Urban Jarl ein ganz besonderes feuchtfröhlichen Abend in der Stadt, wenn du verstehst, was ich meine. In dessen Verlauf hatte er gewettet, dass er seine 2 Master ganz alleine ohne Crew steuern könnte. Also segelte er in dieser kalten Herbstnacht in die Bucht hinaus, und obwohl er aus dem Hafen schaffte, verirrte er sich in dem dicken Nebel, der auf dem Wasser ruhte. Die Legende besagt, dass er ein goldenes Pferd am Ufer sah und es genau dort stand, wo sich heute der Leuchtturm befindet. Während einer Wende steuerte er jedoch sein Schiff auf einen Felsen und musste zurück an Land schwimmen. Aber er überlebte es, was ziemlich gut ist, oder? Es heißt, dass das der Anfang vom Ende der Jarl-Familie war. Dein Ignorant schockiert mich, mein Guter. Na, Heaven Wings, ne? Das findest du auch ganz interessant. Na, wir bilden uns hier weiter. Geschichtsunterricht mit Luciana. Und was hier mit dem ganzen Spaß ist, das weiß auch niemand. Interessiert auch niemanden, dass es irgendwie vor sich hin leuchtet. Da haben wir auch noch was. Achso, ich kann hier sitzen. Was sagt mir das denn keiner? Oh, ich kann mit denen kuscheln. Ah, da streichelt so. Eigentlich nicht Teil der offiziellen Führung, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Sieh dir das Schwein an. Es ist so glücklich. Aber zurück zum Thema. Damals in den 50er Jahren gab es in Jorvik-Stall ein Streichelzoo. Willst du raten, mit welchen Tieren die Kinder dort damals spielen konnten?
Ich platze vor Neugier. Nicht wirklich, bringen wir das hinter uns. Die Geschichte sagt, dass die Leute damals nicht wussten, was sie mit den Islandpferden anstellen sollten, als diese damals erstmalig auf die Insel kamen. In deren Augen waren sie zu klein für Erwachsene und zu energiegeladen für Kinder. Und die Tierärzte fanden, dass sie beim Töten lahmten. Lächerlich, nicht wahr? Daher haben die Leute sie also in Streichelzoos untergebracht, denn sie waren so hübsch und kuschelig und im Umgang sehr ruhig. Es dauerte eine Weile, bevor die Bewohner entdeckten, dass diese Ponys Erwachsene problemlos tragen konnten. Ja, lächerlich. Setzen wir unsere Tour fort. Ich bin mir sicher, dass du den nächsten Stopp lieben wirst. Ja, aber noch mit dem Fohlen kuscheln. Ich möchte auch gerne einen Fohlen großziehen. Was ist eigentlich mit Hexes jetzt? Das eine... Oh, nicht der Andy. Oh, bloß nicht der Andy. Oh, geh weg mit dem. Ich hoffe mal, den Hühnern geht's gut. Ja, bei Texas hätten wir nämlich ja auch gerettet. Was ist mit Texas? Das war ja auch, ein Verwandter von Starship, beziehungsweise ja ein Verwandter von der Rasse. Und zu guter Letzt die Zuchtstuten. Sind sie nicht hinreißend? Die Leute hier haben sich hauptsächlich auf die Zucht von Jorvikschen Warmblütern konzentriert. Aber jetzt züchten sie ja auch Sportpferde aller Rassen mit starkem Charakter. Und so steht es zumindest auf der Webseite. Ich mag Ponys. Was ist die Geschichte des Jorvikschen Warmbluts? Die Geschichte des Jorvikschen Warmbluts beginnt mit den Pferden, die von den ersten menschlichen Siedlern mitgebracht wurden, lange vor der Zeit, als John Jarl und seine Wikinger hier auftauchten. Man sagt, dass es schon Wildpferde auf Jorvik gab, bevor die Menschen hier ankamen, aber das ist wahrscheinlich Unsinn. Aber Südhof? Selbst wenn du dir die abgefahrenen Fellfarben und all das anziehst, muss man doch eingestehen, dass Pferde nicht auf Bäumen wachsen, oder? Diese angeblichen Wildpferde müssen doch von irgendwo gekommen sein. Bis jemand mich vom Gegenteil überzeugt, vertrete ich die Theorie, dass die Kalter sie während der Eiszeit hierher brachten, über eine Eisbrücke, die damals Jorvik mit Skandinavien verbunden hatte. Schüttelt den Kopf. Und jetzt willst du nicht mehr gehen? Warum überrascht mich das nicht? Das sind wohl die Zuchtstuten. Gut zu wissen. Na, dann guckst du gleich. Ganz aufgeregt. Tada! Und damit wären wir am Ende unserer Führung des historischen Jorvik-Steils angelangt. Hoffentlich habe ich nicht so viel geplappert. Danke, dass ich meine Gästeführung mit dir üben konnte, Vivian. Ich habe jetzt viel mehr Selbstvertrauen. Du kannst dich gerne überall umsehen und dieses wunderbare Event so richtig genießen. Ich habe vorhin versucht, etwas mit dem Fohlen im Streichelzoo zu kuscheln, aber Sirio war sofort eingeschnappt und hat mich keines Blickes mehr gewürdigt. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem, solange ich Rufpunkte für einen Jorvik-Schall bekomme, mache ich das gerne. So, was will denn? Was wollen die jetzt alle von mir? Gut, dann steigen wir halt ab. Willkommen in der ambulanten Klinik der Rettungsranch. Wir wollen unsere Mission, dass wir uns um alle Pferde auf Jorvik kümmern, überall verbreiten. Aus diesem Grund biete ich während des Tages der offenen Tür kostenlose Tierarzt-Check-Ups an. Was sagst du dazu, Vivian? Soll ich mir Hemlings kurz ansehen? No. Und? Hemwings ist im ausgezeichneten Zustand. Man sieht deutlich, dass du dich gut um dein Pferd kümmerst. Vergiss nicht, dass die tägliche Pflege für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Pferdes sehr wichtig ist. Allerdings sind ich und meine Tierarztkollegen für dich da, wenn es deinem Freund einfach nicht gut gehen sollte. Ich kann noch keinen Check-up einplanen, wenn du ein weiteres Pferd hast, das untersucht werden muss. Achso, ich kann noch einen. Anschließend sind die kostenlosen Check-ups auf einen Reiter pro Tag begrenzt. Schließlich möchte ich so viele Reiterinnen wie möglich helfen. Aber vergiss nicht, ich werde während des Tages auf der Tür hier sein. Hoffentlich sehen wir uns bald. Mhm. Das wollte ich machen. Ach, da ist die Johanna. Hallo Vivian, gut, dass du gekommen bist. Wie du siehst, haben wir schon einige Besucher, aber es kommen noch mehr, viel mehr. Du hast es wohl nicht verpasst, was? Wir haben diese Woche Tag der offenen Tür, oder besser Woche der offenen Tür. Hab ich mir gedacht, es kommen jede Menge Leute von überall her, weil es ein sehr beliebtes Event ist. So genug geplaudert. Möchtest du mir diese Woche helfen, wenn wir uns Events haben? Es gibt jede Menge zu tun, was bedeutet, dass ich den ganzen Tag beschäftigt bin. Es würde mir sehr helfen, wenn du mich unterstützen kannst, dann bekomme ich vielleicht sogar etwas Schlaf. Sehr gut, Arbeitsmoral, das mag ich. Könntest du anfangen, den Hof hier zu dekorieren? Ich habe es noch nicht geschafft, alle Luftballons aufzuhängen.
Super, häng sie hier einfach rundherum auf. Ja, gut. Wo sind denn jetzt hier diese ganzen Plätze? Da haben wir etwas. Wo glitzert es noch? Da glitzert es noch. Hier. Dann gehen Sie mal hier aus dem Weg. Und dann hier hinten noch irgendwo. Ach da. Okay. So, sehr schön. Haben wir das auch erledigt. So soll das aussehen. Gut gemacht. Nun sieht es wirklich schön aus, findest du nicht auch? Ich denke nicht, dass wir noch mehr dekorieren müssen. Das reicht. Unsere Besucher kommen schließlich nicht wegen eines geschmückten Stalles. Okay, Vivian, ich empfange hier gleich eine Anfängergruppe. Könntest du runter zur Weide reiten und drei unserer ruhigeren Pferde holen? Super. Ja genau, Vivian. Bevor du losreitest, nimm das mit. Das sind drei Tresen, die du den Pferden anlegst, bevor du sie herbringst. So. Naja, die standen aber vorher noch nicht da. Das weiß ich. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht verärgern, Henrings. So, die kommen automatisch, ne? So muss das sein. Arbeitsmoral, das mag ich. So. Sind die jetzt schon weg? Ah ne, da laufen sie. Ach so, ich muss... Ah, muss man bei dem bleiben? Ah, okay. Gut. Ich hab's verstanden. So, weiter. Weiter. Na komm, meine kleinen Schätzelein. Eh, okay. Kann ich nichts machen. Schade. So, wo ist denn hier das norwegische Fjordpferd dort? So. Aber schön, dass sie wissen, wo sie hin müssen, weil ich weiß nämlich nicht. Ach, da müssen sie hin. So. Sehr schön. Ich bin ganz stolz auf euch. Pferd geholt. Du hast alle Pferde geholt. Super, das sind die drei absolut ruhigsten und liebsten Pferde, die wir hier haben. Für Anfänger nehme ich immer die ruhigen Pferde, damit sie gut Erinnerungen an den ersten Ausritt haben. Wir wollen schließlich, dass sie wieder zurückkommen. Unserem Stall geht es dank dieser Tage der offenen Tür so gut. Aber nun haben wir genug geplaudert. Zeit weiterzuarbeiten. Ich meine dich, Vivian, du kannst keine halben Sachen machen. Jetzt, wo du die Pferde geholt hast, müssen sie gestriegelt werden, bevor du sie satteln kannst und sie bereit für den Ausritt sind. Nimm diese Striegelbürste und den Hufkratzer und los geht's. Vom Rumstehen allein wird die Arbeit nicht gemacht. Ja, ganz ruhig. Doch schon dabei. Ich hoffe nur, dass jetzt Heavenwings nicht eifersüchtig wird. Ich mich jetzt um die Pferde hier kümmere. Weil ich kümmere mich ja prinzipiell nie um meine eigenen Pferde, sondern habe jemanden, der sich um diese kümmert. Hallo. Aber ich muss sagen, so ein Update finde ich halt viel besser, als wenn man dann einfach sagt, okay, hast jetzt wieder neue Pferde hingeschmissen bekommen. Ich meine, klar, der Pecheron ist halt schon ein schönes Pferd, aber ja, irgendwann hat man halt auch dann mal, ne, will man auch mal was anderes sehen, entweder neue, hallo, bin ich doof? Ach so, Hufkratzer. Entweder will man halt dann wirklich neue Gebiete dann ziehen oder halt sowas, wo man, sage ich mal, noch einige Rufpunkte mitnehmen kann oder auch sich selber hochleveln kann, weil sowas macht, finde ich, viel mehr Spaß und man hat einfach dann auch länger etwas davon, dass man sich dann mit diesem Event beschäftigt. Oder dann mit diesem Update. Sehr gut, gute Arbeit. Nun ist es Zeit, die Pferde zu satteln. 1, 2, 3. 3, 3? Das ist komisch. Oh.
Aber Stein, ich habe Stein gebeten nachzusehen, dass wir genügend Sattel für einige Tage haben. Er hat versprochen, sich darum zu kümmern. Ich hoffe, er hat noch mehr Sattel bei sich, denn diese hier werden sicher nicht reichen. Ja genau, einen Teil der Sattel haben wir verlieren, aber sie sollten bereits zurück sein. Ich muss nochmal im Stall nachsehen, ob sie schon da sind. Könntest du mir damit helfen? Danke, sie sollten in einem Karton sein. Vermutlich hat Stein sie in Empfang genommen und sie irgendwo hingestellt, wo sie nicht sein sollen. Ja, das kennen wir doch alle von irgendwoher. Ich hoffe nur, wir finden den jetzt. Du hast nichts Interessantes gefunden. Interessant wird da immer noch groß geschrieben. Immer noch nichts. Meine Güte, wo hat er denn das hingeschmissen, der gute Stein? Machen wir denn hier noch ein Kartönchen? Beim Hermann brennt hier wieder Licht, ne? Da hat die Bude wieder voll. Er könnte sich auch mal hier rausbegeben. Dann würden wir uns vielleicht auch mal alle über seine Anwesenheit freuen. Gut, dass du ihn gefunden hast, Vivian. Vielen Dank. Wir haben immer noch zu wenig Sattel, aber ich hoffe, Stein hat den Rest bei sich. Um einige der Sattel muss er sich nämlich kümmern. Ein paar von ihm mussten zum Sattelmacher geschickt werden. Aber wir haben auf alle Fälle genug Ausrüstung, dass du die Pferde für unsere Anfängergruppe satteln kannst. Kannst du diese drei Sattel nehmen und die Pferde satteln? Danke, ich habe selber so viel zu tun, dass ich es nicht schaffe. Ja, mit rum. Die läuft doch hier die ganze Zeit nur rum. Und dann sagt sie mir, oh, ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann denkt man sich so, ja, genau, was machst du? Außer rumlaufen? Keine Ahnung, vielleicht hat die ja, muss sie ihre 10.000 Schritte hier irgendwie voll kriegen, um dann eine Errungenschaft zu bekommen. So eine tägliche Errungenschaft, das kann natürlich auch sein, aber ja. Die Ausrede sehe ich dann aber nicht ein. So. Ist alles klar mit den Pferden? Denk daran, die Sattel nicht allzu fest zu machen, aber auch nicht so locker. Gut, das sieht so aus, als ob du gute Arbeit geleistet hast. Ich muss Stein fragen, ob die restlichen Sattel schon vom Sattelmacher zurück sind, denn wir brauchen wirklich all die Pferdeausrüstung, die wir bekommen können. Es kommen jedes Jahr immer mehr und mehr Besucher. Kannst du die Wegweiser aufstellen, während ich mit Stein rede? Sie sind für unseren Wettbewerb, den wir für alle die Reiter haben, die sich mal in einem Wettkampf probieren wollen. Danke, es sind insgesamt 9 Wegweiser, die aufgestellt werden müssen. Ich markiere die Stellen auf der Karte, damit du weißt, wo sie hingehören. Dankeschön, und bestimmt werden wir das dann freischalten. Das wäre sehr schön. So, dann haben wir die Wegweiser einmal hier. Und hier. So, wir müssen eigentlich in die andere Richtung gehen. So, hier. Dann haben wir da dort noch etwas. Aber ich muss sagen, es wäre halt voll cool. Man hat ja wirklich eigentlich nur Springreiten im großen Sinne als Wettbewerbe. Es wäre halt so mega cool, wenn man wirklich einfach mal Dressur reiten kann, wo das wirklich dann als Wettbewerb angesehen wird, auch mit Punkten, und dann könnte man auch vielleicht seinem Pferd Dressur, Springreiten und was gab es dann noch eigentlich, Querfeldein, ne? Und dass man dann, sage ich mal, immer diese Wettbewerbe machen muss, damit man dann halt, sage ich mal, das Dressurlevel dann hoch leveln kann, und dann je höher das Level ist, also besser ist das Pferd vielleicht auch von der Form im Dressur her. Ne? Das Pferd muss ja auch erstmal lernen, wie man überhaupt beim Dressurreiten geht. Das ist ja auch wieder Übungssache und jahrelanges Training. Und es wäre halt so voll cool, wenn man die Möglichkeit hat, dann einfach diese verschiedenen Aspekte dem Pferd anzutrainieren. Und je höher das Level ist, desto besser ist dann einfach das Pferd. Und desto einfacher ist es vielleicht auch dann gut abzuschneiden. Das wäre halt richtig cool. Aber ich glaube, das ist bestimmt nicht in Planung bei Star Stable Online. Also allgemein solche Schnelligkeitsrennen ohne Springen, dann nur mal so Springen reiten, dann Querfeld einspringen reiten. Das wäre halt schon cool. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber ich glaube, ich hatte es schon mal angesprochen gehabt.
Bist du fertig? Ist alles gut gegangen? Super. Ja, super ist auch, dass die Folge extrem lang geworden ist und ich einfach jetzt mal hier einen Cut mache. Und in der nächsten Folge werden wir uns weiterhin mit Johanna beschäftigen und sie dabei unterstützen, alles soweit für die Besucher fertig zu machen. Werden dann auch noch mit dem Andy reden und schauen, was der denn jetzt für uns hat. Und natürlich hoffentlich die Wettbewerbsstrecke selber dann mal reiten zu dürfen. Und je nachdem, wie es dann hier weitergeht mit der Folge, je nachdem, wie lang sie dann schon ist, werden wir uns dann einfach mal dort unten zur Sandfield-Familie aufmachen. Denn dort hatte ich nämlich jetzt auch wieder den Ruf erhöhen können, wodurch wir eine neue Quest getriggert haben. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr dann in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.